Herzlich willkommen im Retropasses Adventskalender zu unserem Advent-Spezial. Wir zeigen hier auch einen weiteren Game Boy Color-Titel. Ich freue mich, dass du dabei bist zum dritten Advent. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sonntag bisher. Ja, wir haben die dritte Kerze angezündet, hoffe ich. Und bei uns brennt sie zumindest. Und jetzt dachte ich mir, können wir uns schön gemütlich einen weiteren Game Boy Color-Klassiker anschauen. Ausgesucht wurde Toy Story 2. Ich kenne das Spiel noch nicht. Ich habe den ersten Film mal gesehen. Die weiteren Filme kann ich mich gar nicht erinnern. Ich glaube, die habe ich auch nicht gesehen. Und ich bin mal gespannt, was wir hier erleben werden. Ich glaube, ein Racer ist es nicht. Also kein Fahrspiel. Ich denke mal, das wird ein Jump'n'Run sein. Okay. Wir haben verschiedene Optionen. Musik, Sound, Skill, Easy, Lives. Kann man da ein paar mehr leben? Ja, 5 Leben maximal. Da machen wir das doch ganz einfach mal. Da können wir was zeigen. Passwort, Credits. Ne, wir starten einfach mal durch. Woody has fallen out of the window. Oh Gott. Race to save him. Szene 1. Level 1 sozusagen. Okay, wir sind hier die Weltraumfigur. Wir müssen Woody retten. Das ist, das ist der Cowboy, glaube ich, aus dem ersten Teil. Und die Spielzeuge, die erwachen ja zum Leben. Schießen kann er auch, sehr schön. So, was haben wir denn? 0 Punkte, 0 Münzen, 5 Leben. Das ist aber ein komisches Symbol, das sieht aus wie so eine Dollarnote. Ohne. So, wie komme ich jetzt hier an? Okay. Das ist ein Hüpfball, aber der hüpft. Das verstehe ich jetzt nicht. Okay, muss ich den abschießen? Ne, trifft nicht. Ja, gucke ich mir gleich mal an. Ja, beim Bücherregal, das sieht witzig aus. Ah, der Hintergrund, der ist nicht so richtig gut gepixelt, ehrlich gesagt. Ui. Auch spaßig. Was ist jetzt? Okay, habe ich jetzt nicht mitbekommen. Ah. Was ist jetzt? Hallo? Ist das eine Batterie? Ah, Batterie. Warum habe ich denn diese ein... Als mich jetzt... Warte mal, das müssen wir nochmal versuchen. Da ist noch eine Batterie. Hallo? Das ist doch ein Freund von mir, oder? Na gut, dann halt nicht. Geh weg. Geh bloß weg, du. Was haben wir da? Können wir da hochklettern? Ja, können wir. 10 Münzen? In der Batterie. Ah, okay. Komme ich denn da oben hin? Ich glaube, irgendwas fehlt mir noch hier. Pause? Nee? Ah, da ist diese eine Außerirdische. Komme ich aber auch nicht. Wie komme ich denn da hoch? Ich muss doch irgendwie... Ah, ich muss springen. Okay, ich verstehe. Und dann hochklettern. Hier haben wir ein bisschen Energie. Also die Puppe ist aus dem Fenster gefallen. Da müssen wir jetzt also irgendwie hin. Ich meine, ich hätte auch eben das Fenster gesehen, aber... Da oben schreibt. Ich gehe noch mal ein kurzes Stück zurück. Ob wir da bei dieser Rennbahn noch was machen können hier? Ne, da waren wir ja auch schon. Warte mal. Hm.
Nee, also da habe ich überhaupt keine Ahnung, wie das funktionieren soll hier. Weil ein bisschen blöd zu. Tut mir leid. Das erschließt sich mir jetzt nicht. Das erschließt sich mir nicht. Die Musik ist auch ganz leicht nervig, ehrlich gesagt. Arg. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier hoch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ach, schieß doch nicht. Na los. So. Nee. Warum klappt das nicht? Da hoch? Wie weit kann ich denn? Okay, ich kann nur bis zu dem normalen Liedern. So. Springen und... Nee. Tja. Das entzieht sich gerade wieder mal, wie so oft, meiner Kenntnis. Noch ein Versuch. Ne, auf die Lampe kann ich auch nicht. Ne, dann weiß ich tatsächlich gar nicht. Gucken wir mal, ob es noch ein anderes Fenster gibt. Da ist auch noch ein Fenster. Ne, da kommen wir auch nicht lang. Können wir noch mit dem Auto fahren? Und schwubidub. Ja! Da waren wir auch schon drauf, aber... Wie soll ich an diese... Also manchmal frage ich mich, wie Entwickler sich das überlegen. Gibt's doch gar nicht. Die Steuerung ist grenzwertig, muss ich sagen. Für mich als Verwöhnten. Boah, war ja knapp. So, und jetzt? Ich kann nicht auf diese Taschenlampe. Wie soll ich an diese... Warte mal. Habe ich irgendwie... Flugenergie? Kann ich irgendwas tanken? Schade, ich dachte, der hätte so ein Jetpack hinten auf dem Kopf. Auf dem Rücken, auf dem Kopf. Ja, ich hab was am Kopf. Ich komme nicht weiter hier. Wahrscheinlich so trivial, aber... Hier was drin in der... Nee. Kann ich hier aufschießen? Nee. Den Ball kann ich auch nicht abschießen. Das ist ein Hüpfball. Mitnehmen kann ich den auch nicht. Kann ich das hier als Startbahn nehmen für meinen Raketenschub? Nee. Puh. Hier irgendwie Schublade? Geht auch nicht.
Ja, mir fehlen ein bisschen, wir gehen so die Ideen aus, die kreativen Ideen, wie man hier noch ein bisschen was sehen kann. Und diese Münzen, weil die so weit oben sind, habe ich einfach immer noch das Gefühl, dass ich irgendwie das Jetpack starten könnte. Beide gleichzeitig? Wie viele Knöpfe hat denn der, Vielleicht, wenn ich springe, irgendwas starten? Warte mal, ich springe mal. Nee. Puh, tut mir leid, keine Ahnung. Da bin ich etwas überfragt. Da müsste ich das sich mal nachschauen. Das dritte Advent-Spezial mit Toy Story 2. Klar kann man natürlich sagen, hier, wir müssen uns beschäftigen, aber wenn so ein Spiel im ersten Level schon nicht unbedingt so intuitiv ist oder ich bin einfach viel zu müde, das kann natürlich auch sein. Aber, ja, war ganz nett. Musik ist nicht mein Fall. Es ist auch nicht jetzt so schön schattiert gepixelt. Da fand ich das Spiel von heute Morgen schon etwas schöner. Ja, denn Spezial. Schön, wenn du morgen wieder dabei bist. Morgen früh öffnen wir ein weiteres Türchen. Dankeschön fürs Zuschauen bisher. Und dann sehen wir uns bald wieder. Euer Perudo.